Willkommen zurück zu Diablo 4 Season 2, die Saison des Blutes. Und wir haben zwar noch eine ganze Menge Zeit, aber ich habe gesehen, ich habe ungefähr die Hälfte letztes Mal abgeschlossen. Und ich habe ein kleines bisschen gelevelt. Und nur ein bisschen. Ist aber positiv, weil, wie man an dem Charakter von der ersten Season sieht, hatte ich nicht mal so viel Lust oder Möglichkeiten teilweise, weil. Wir haben einiges verbessert an Season 2, was so die Level Experience angeht. Dementsprechend, ich gehe mal lieber runter, außer sie zwingen mich dazu, wieder hochzugehen, weil als nächstes müssen wir erstmal ein paar Bosse legen und dann gucken wir einfach mal, was die Questline uns so gibt. Und wenn das weiter so Spaß macht, dann hänge ich vielleicht hinten noch ein paar Oberbosse dran. Werde ich sehen. Gehen wir erstmal rein. Jo. Wir müssen an diverse Orte und Bosse legen. Das machen wir einfach mal. Tatsächlich, ich habe das letzte Mal 4 Stunden zwar gestreamt, ne, und auch halt gespielt, aber irgendwie nur so eine Dreiviertelstunde Story rausbekommen. Weil das meiste tatsächlich war, schließe die Saisonreise 1 ab oder Saisonreise 2 ab. Und ja, das kostet halt alles ein bisschen Zeit. Deswegen hoffe ich, dass ich heute vielleicht in 2 Stunden oder so die andere Hälfte schaffe. Ich habe ja ein bisschen gelevelt. Darf ich das? Und ich kann mal kurz die Hauptquest anmachen wir. Ich hoffe, das sagt mir jetzt nicht, dass ich hier irgendwie eine besondere Sache machen muss, weil ja, das zeige ich jetzt immer noch. Ja, hier müssen wir Podeste machen, links und rechts gehen. Yay. Das macht nichts. Der Durst hat euch also zu uns zurückgeführt. Streitet ah, da ist er drin. Nicht ab. Wir müssen also den Dungeon gar nicht abschließen, ja? Ist gut. Dungeon abschließen kostet nämlich Zeit. Oh, Token haben wir auch dabei. Alles klar. Sehr schön. Also würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen Platz. Durch porten kann oder porten wollen. Hätte ich nicht erwartet. 2 auf 1 Streich quasi. So, der nächste ist da unten. Das nächste von da unten wäre das hier, aber da haben wir keinen. Also gehen wir hier hin. Und von dort hin gehen wir erstmal das Portal aktivieren. Das ist natürlich einer der besten Features, dass man jetzt im Sprint durch die Absperrung durchkommt.
Oh nein, wir konnten sie nicht retten. Wie schlimm. Frage ist, wo versteckt sich der Vampir hier? Scheinbar müssen wir die dann dafür nicht abschließen. Ich dachte, die verstecken sich dann im Bossraum oder so. Aber habe ich mich wohl geirrt. Experiment Nummer 7. Habe heute wieder einen Untoten erweckt. Ausgezeichnetes Exemplar. Verfahren wird besser. Diesmal voll beweglich. Befahl ihm, eine Schriftrolle aufzuheben, aber sie wurde in Stücke gerissen. Es muss an Feinmotorik der Finger und Hände arbeiten. Die anderen im Clan mögen bei Nekromantie die Nase rümpfen. Doch untote Arbeitskräfte sind... Das sehen wir ja nicht, Dokumentemacher. Ja, tatsächlich hatte ich gerade 4 Stunden Diablo Immortal Story gemacht und habe gesehen, ich bin bei der Hälfte von Season 2 Story, also hoffe ich, innerhalb von den nächsten 2 Stunden hier fertig zu werden. Dann habe ich quasi überall die Stories von Diablo durch. Eventuell hänge ich natürlich dann hier noch Bosse dran. Weil es macht ein bisschen mehr Spaß als Season 1. Sieht man auch daran, dass ich ein höheres Level habe als in Season 1. Da konnte man ja nicht mal eine halbe Stunde spielen, um das Spiel neu starten zu müssen. Das war ja ätzend, weil die ganze Zeit der Cage vollgegangen ist, wie auch immer. Ansonsten wäre ich auch direkt danach Feierabend machen, weil ja, ich habe auch Frühschicht. So, der Vampir, den ich hier in diesem Dungeon suche, der hat sich jetzt ein bisschen mehr versteckt als der andere. Beim anderen, da bin ich einmal um die Ecke gegangen und dann hatte ich gleich 2 von den Leuten. Der hier, der möchte irgendwie nicht. Nee, das ist er auch nicht. Den Batman. Ich dachte gerade, der Name sah so vielversprechend aus. Ah, da oben.
Das ist die vielversprechende aus der Kreis. Der Minimap. Da ist er. Norvalk. Norvalk aus Kuras. Jetzt liegt er im Morast. So. Next. Da oben muss ich als nächstes hin. So, da ich nie geguckt habe, bin ich mal gespannt, wer hier in diesem Dungeon auf uns wartet. Chessbug oder Visviana? Ich nehme mal an, das ist bestimmt Visviana hier, aber. Nur so aus Gefühl. Das weiß ich nicht. Oh, ja. Ja, ich lehne mich wieder aus der Kamera raus. Ich brauche echt mal einen vernünftigen Stuhl und vernünftige Sitzgewohnheiten vor allem. Hebeln. Yay. Ein Paragon-Punkt. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Sieht ja so Richtung Bossraum aus. Hm, Blut? Ledermäuse, ja, könnte was sein. Das sieht gut aus. Und es ist Visviana, das ist Strafen. Gut. Dann kann ich ja zum nächsten. Da ist grün. Eigentlich hätte ich das auch offstream machen können, weil das hat ja keine Story, dass wir sie töten, die Leute. Die töten wir einfach nur, da kommt ja keine Geschichte daraus oder so. Aber egal. Jetzt haben wir's. Mach auf!
wir mal ein bisschen Feuer hier rein. Da kommen wir nicht rein. So müssen wir Dinge tun. Ich hoffe, wir müssen da auch nicht rein. Aber für den Fall der Fälle machen wir es trotzdem auf. So, die Firma dankt. Also schön sieht es ja aus mit der Feuerwehr. Da ist Feuer drin. Wahrscheinlich müssen wir auf der anderen Seite auch noch das Ding wegmachen, damit wir dorthin kommen, wo wir hin sollen. Oder was? Lukas. Lukas. Ja. Ich kann doch irgendwo alles. Kartogan. Ich suche auch nicht. Wahrscheinlich muss ich echt durch diesen einen Durchgang, ne? Wie viele Blutbeutel haben wir hier noch? So, das war's. Wo ist Scherzback? Alte Scherzbacke. Auf jeden Fall nicht darunter. Das
da oben in dieser einen Ecke, wo ich nicht reingeguckt habe, oder was? Wahrscheinlich, ne? Nee. Wo könnte noch sein? Ja, hier. Hier. Ja, die beiden Ecken eigentlich. Nee, hier war er nicht. Also in der anderen Ecke oder was? Kadogan. Da haben die alle so einen ähnlichen Namen zu dem, den ich suche. Ist aber auch nicht. Hä? Doch hier richtig, ne? Da vielleicht? Ich den hier klick. Wie einer hintersten Ecke, die Leute, ne? Naja, ja, das ist so eine. Scheint da so um die Ecke zu gehen da. Jupp, hier ist er. Natürlich ist er hier. So, damit haben wir's. Und können zurück nach Kit Badu. Sind nicht meine Dämonen und Untoten. Was geht hier vor? Was macht ihr in meiner Hütte? Eine Liste potenzieller Verbündeter. Viele davon sind durchgestrichen und mit Notizen übersät. Neben der Kathedrale des Lichts steht ein Fragezeichen. Da. Alter, dicht gedrängter Text spricht von mehreren Eigenschaften des vampirischen Fluchs. Doch es ist der Abschnitt über die Zeit, die nötig ist, damit er wirkt, der mit frischer Tinte eingekreist ist. Okay.
war auf der Suche nach ihr, nach euch, nicht mir. Hat nicht einmal mein Gesicht wiedererkannt. Wow. Wo ist Iris? Ich glaube, die Jägerin hat etwas herausgefunden. Ist zur Kathedrale des Lichts aufgebrochen, wollte aber nicht auf euch warten. Ihr stinkt. Ihr seid ihm nun viel ähnlicher, was ihr nicht gefällt. Wow, danke. Sagt er, ich stinke, ey. Frechheit. Und wie kann er schnüffeln? Er hat keine Nase, er ist ein Schädel. Schön für dich. Oh, was geht hier? Ihr? Was macht ihr hier? Gute Frage, was machst du hier? Ich habe euch gesucht, stimmt was nicht? Was nicht stimmt? Sirs Armee schlachtet Menschen ab. Die Kathedrale krümmt deswegen nicht mal den kleinen Finger. Und jetzt? Und jetzt? Als wäre das alles nicht genug, taucht ihr auch noch in der Stadt auf. Hier können wir uns nicht unterhalten. Kommt mit mir. Ihr habt zu viel von euch aufgegeben, um gegen Sir zu kämpfen. Zu viel seiner Macht genommen. Ich glaube nicht, dass ich euch aufhalten könnte, wenn ihr die Kontrolle verliert. Versichere euch, dass ich mich noch unter Kontrolle habe. Lasst mich helfen. Das würde ich nur zu gerne glauben. Nun gut. Sucht nach Sirs Armee und tötet so viele, wie ihr könnt, damit sie unser Volk nicht länger ausbluten lassen. Sollten sie Erfolg haben, sind wir schon dem Untergang geweiht. Okay. Was tut Sirs Armee? Sie sammelt Blut, wie bereits zuvor, aber aktuell in Maßstäben, die mir fremd waren. Das muss Sirs letzte Großoffensive sein. Sein Aufstieg steht uns unmittelbar bevor. Die Kathedrale weigert sich zu kämpfen? Die Türen sind seit meiner Ankunft verschlossen. Ich habe eine halbe Ewigkeit auf sie eingeschlagen. Was auch immer da drin vor sich geht, die Kathedrale scheint fest entschlossen, alles und jeden außer sich selbst zu ignorieren. Alles wie immer. Hört sich nicht nach was Ungewöhnlichem an. So. Findet und stoppt die Bluternte. I guess. Jetzt ist sie wieder in Cat Badu. Die Kathedrale interessiert sie wohl nicht, oder was? Komische Frau. Sieht zumindest mal nach dem gleichen Bild aus wie bei mir. Ja, wahrscheinlich. Ja. Man weiß ja, wo man die Builds herbekommt. Aber du wirst wahrscheinlich besser sein, was so die Detailfragen wie Equipment und Grind angeht. Kisten rufen nach den verlorenen Weltstufe 1 Loot. Ja, die sehen tatsächlich gut aus. Dieses blaue Feuer da noch drin, so ist schon cool. Einer. Ich habe das gebissene Fleisch entfernt. Jetzt bleibt uns nur beten. Aha. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ist okay. Sirs Streitkräfte wurden besiegt. Die Überlebenden sind in Sicherheit. Ja, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich hatte ja bereits vermutet, dass wir euren Fluch zu unserem Vorteil nutzen könnten. Aber wie ihr diese Sucher zerfetzt habt. Ihr seid bereit, euch Sir zu stellen. Ich habe herausgefunden, wie man sein Tor öffnen kann. Ich reite sofort zur Stadt der Urahnen los. Trefft mich dort. Jetzt mal sind wir durch ein Portal. Wie kommen wir da hin? Mächtige Bluttruhe.
Ups. So ein, zwei Dinge hier. Warte, ich komme gleich wieder. Ich komme gleich schon wieder. So, jetzt können wir die Quest-Items aufheben. Oder auch nicht, weil sie, sie hat die Tür zugemacht. Verdammt. Kann doch nicht wahr sein. Spiel, please. Sperr mich nicht aus, wenn ich da nur Loot liegen hab. Alter. Oh Mann. Wahrscheinlich war die Kiste in der Kiste noch drin. Aber so erst im Moment gerade. Ah! Sie hat die Tür zugemacht. Na gut, sie sagt ja, sie ist auf dem Weg zur Stadt der Urahn. Dementsprechend will ja wohl kaum die Tür hinter sich zu offen lassen, ne? Das ist so lustig. Ah. Ach, Spiel. Was ist das denn für eine Fahrt? Wo führt mich das Spiel da gerade hin, wenn ich hier lang muss? Spiel, please. Hier ist doch der Weg. Mensch. Mal Lurk essen. Ja, ich habe vorhin auch etwas gegessen. Immortal hat ein bisschen lang gedauert. Ab in die Stadt. Ah, gut. Ihr seid es. Ihr bewegt euch wirklich wie ein Vampir. Echt jetzt? Soweit, können wir das Tür öffnen? Wurde erbracht. Dafür müssen wir den Wachen danken. Jetzt muss ich nur noch die Siegel brechen. Dann mach. Sicherlich weiß sie bereits, dass ihr kommt. Das ist Wahnsinn. Aber vielleicht brauchen wir den jetzt auch. Also das mit dem schwebenden Blutwolke gefällt mir nicht. Nee, die gefällt mir definitiv nicht. Törichtes Kind, ich habe euch eure Macht gegeben. Von dem Moment an, als ihr meine Schwelle übertratet, wart ihr mein. Ich glaube nicht, dass mir ein Vampir das Vollvoll gegeben hat. Vollvoll ist mein Vollvoll.
Unterwerft euch und die Schmerzen hören auf. Mir geht's ganz gut, also ich. Nee, mach ich nicht. So. Ich weiß echt nicht, wovon er redet, ey. Ich schätze mal, das ist der Barbar aus dem Trailer. Und das ist die andere aus dem Trailer. Weil die wurden zerfetzt. Also, ja. Sind sie wohl doch nicht. Weiter. Haben wir jetzt noch zwei andere Klassen? Bestimmt. Geht's gar nicht lang. Scam. Ihr fresst euresgleichen und nennt mich ein Monster. Oh. Würde schon sagen. Ihr verdient das Blut in euren Adern nicht. Ach, sei doch nicht so. Also man muss ja auch ein bisschen die Skalierung bedenken, ne? Er macht ganze Armeen an Untoten, ich nicht. Punkt. Genug. Nähert euch dem Thron. Wird gemacht. Sagt genug, ich kann gar nichts mehr machen, weil alle tot sind. Genug. Keiner. Okay. Ich mag den Kreis unter meinen Füßen nicht. Aber hier sieht gut aus. Krieg mal auf den Boden, Junge. Au, der hat mich ja fast getötet, was soll das? Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit in den Blutlagen sein, da.
Jetzt habe ich auch nicht mehr so diesen Kreis über den Füßen, ne? Komisch. Sehr schön. Jetzt zurück. Wenn sie die Tür denn aufmacht, natürlich, ne? Sie ist tot. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Wüsste, worauf ich vertrauen und was ich fürchten müsse. Wann ich kämpfen und wann ich fliehen sollte. Ich bin vor euch weggelaufen. Ich hatte befürchtet, dass ich euch zu weit getrieben hätte. Und habe ein Monster erschaffen, um gegen Monster zu kämpfen. Glatter Irrsinn. Für mich brach eine Welt zusammen. Ich wusste, dass die Kirche nicht helfen würde. Aber wer dann? Dann habt ihr mich aufgespürt. Verflucht und blutgetränkt habt ihr mir geholfen, mich der Dunkelheit zu stellen. Nichts ergibt noch Sinn. Jedes Naturgesetz besagt, dass ihr ein Vampir sein müsstet. Und doch wehrt sich etwas in euch. Vielleicht wird euch das sogar eines Tages heilen. Meine Vermutung? Etwas in eurem Blut. So, ja, damit glaube ich, habe ich die Questline abgeschlossen. Jo, Iris im Season des Blutes geholfen. Ja. Was werdet ihr jetzt tun? Ihr habt Sir getötet, aber seine Sklaven überlebten. Die Stärksten werden um seinen Thron kämpfen und weiter töten. Ich werde also meine 7 Sachen packen, einen in der Taverne heben und mich dann auf die Jagd nach ihnen machen. Ich lasse euch ein paar übrig. Ach, nie nötig. Was meint ihr, wohin unser Schädel verschwunden ist? Keine Ahnung, aber der kleine Teufel kann nicht weit gekommen sein. Soll er ruhig einen Vorsprung haben. Wow. Gut, ich gehe da mal, ne? So. Und das war Season 2. Saison des Blutes. Und ja, danke fürs Zusehen. Schönen Abend.